Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchronmaschine ist unser Thema. Jetzt wissen wir, wie die Synchronmaschine funktioniert, das wissen wir mittlerweile. Ich habe das letzte Mal auch verschiedene Polrade aufgezeichnet. Vollpolläufer, Schenkelpolläufer und so weiter haben wir uns angesehen. Was eine Dämmverwicklung ist, haben wir sie angeschaut. Jetzt geht es darum, da über die Erregung zu sprechen. Okay? Wir wollen also schauen, was passiert, wie erzeuge ich diesen Permanentmagneten, der da drinnen rotiert. Ja, oder permanent, jetzt habe ich schon was gesagt, Permanentmagnet. Das ist nämlich eine Möglichkeit der Erregung. Ja. Wenn wir das alte Bild nochmal anschauen, wir haben gesagt, okay, da ist hier ein Magnet, der rotiert im Magnetfeld, der rotiert mit dem Magnetfeld mit, ja, und zwar mit der synchronen Drehzahl. Und der Magnetfeld kann natürlich entweder ein Permanentmagnet sein oder ein Elektromagnet. Da haben wir immer Elektromagnete eingezeichnet und da habe ich gesagt, okay, da ist eine Erregerwicklung drinnen und das wird dann ein Magnet. Oder da wird ein Magnet und Schenkelpolläufer, also lauter Magnete und so weiter. Passt, ja. Also das ist eine elektrisch erregte Sache. Und es gibt aber auch noch permanent erregte Maschinen. Okay? Also es gibt permanent erregte Synchronmaschinen, ja. Eine Möglichkeit der Erregung. Permanentmagnet. Dann heißt das Ding permanent erregte Synchromaschine, PSM auch, ja, permanent erregte Synchronmaschine. Hat einen gewissen Charme. Ja. Warum? Ich habe da drinnen einen Permanentmagnet, der rotiert. Mittlerweile haben wir richtig starke Magnetwerkstoffe, das heißt, die haben das funktioniert schon. Ja. Funktioniert wunderbar. Als Motor wird der auch sehr oft angewandt. Ja. Also permanenterregte sogar immer häufiger. Ja. Bei Generatoren weniger häufig anzutreffen, bei Großgeneratoren gar nicht. Warum? Ja? Nun stellen wir uns vor, wie so ein Generator funktioniert. Denn so ein Generator erzeugt durch den Permanentmagneten, erzeugt so ein Generator ja praktisch die Spannung, induzierte Spannung in die Ständerwicklung. Ja? Also wenn wir sich das nur mal anschauen da, ja? Wenn der permanent, wo ist es? Wo ist der richtige Zettel? Hier. Wann der Permanentmagnet? Haben wir dazwischen ein bisschen einen Stift da? So, jetzt sind wir dabei. Wann der Permanentmagnet da rotiert, wird da außen im Ständer in der Wicklung ja Spannung induziert. Und zwar, von was hängt das ab? Und zwar von der Stärke der Magnetfeldänderung. So ist es ja nämlich. Von der Stärke der Magnetfeldänderung. Von was hängt die Stärke der Magnetfeldänderung ab? Ja, einmal von der Stärke des Magnetfeldes, weil wenn ich das einmal in Gras trage, oder? Ich wechsle das von Nord auf Süd und Süd auf Nord. Das heißt, wenn der Hub von Süd auf Nord, das Magnetfeld praktisch groß ist, dann ändert es sich dazwischen stark. Ja? Gut, jetzt habe ich einen Permanentmagneten, da wird sich beim Magnetfeld nicht viel tun. Ja? Das ist halt einfach so stark, wie das Magnetfeld da stark ist. Ja? Wenn ich jetzt aber die Drehzahl ändere, dann ist es ja auch so, ja, wenn ich das praktisch statt einmal in Gras, zweimal in Gras trage, dann ändert es doppelt so schnell, ja, das Magnetfeld. So, und jetzt habe ich natürlich auch proportionale Spannung, ja, die induziert wird. So, jetzt kann man sagen, was, naja, dann fahrt man halt mit einer konstanten Geschwindigkeit. Ja, gut, ja. Das macht man auch. Das Netz hat 50 Hertz, entsprechend der Polbauzahl, dreht sich der Rotor da mit einer gewissen Geschwindigkeit. So, und jetzt ist so, dass der Generator wieder vor irgendwas angetrieben. Vor irgendwas wird der angetrieben. Ja? Und der Generator wirkt als elektrische Bremse. Das heißt,
das Antriebsmoment der Antriebsmaschine, sei es jetzt eine Dampfturbine, eine Wasserturbine, eine Gasturbine, ein Verbrennungsmotor, ist ja wurscht was. Ja? Egal. Ja? Das Antriebsmoment der Antriebsmaschine, ja, wird vom Generator elektrisch herbringst. Jetzt haben wir ein gewisses Gleichgewicht, so dass die Drehzahl sich nicht ändert. Und jetzt passiert elektrisch irgendwas, ja? Kann ja passieren, greift jemand irgendwo falsch hinein, reißt irgendwo ein Kabel ab oder sonst irgendwas, ja? Dann muss der Generator vom Netz, ja? Gibt es einen elektrischen Schutz, der checkt es, dann schaltet er den Generator aus. Die Bremswirkung ist natürlich beim Teufel, die ist weg. Ja? Die Bremsen, die elektrische Bremse des Generators ist weg. Die Leistung der Antriebsmaschine ist aber immer noch da. Die ist immer noch da. Was passiert mit dieser Leistung, die vorher elektrisch weggebremst wurde, elektrisch wegtransportiert wurde? Die geht in die Beschleunigung der Masse. Ja, das heißt, je nach Masse des Generators wird der mehr oder weniger stark beschleunigen und wird wegrennen. Ja, das heißt, die Drehzahl von dem Generator wird sich erhöhen. Darauf reagiert natürlich die Antriebsmaschine, aber die braucht halt auch eine gewisse Zeit. Ja, je nachdem, was das für eine Antriebsmaschine ist, Verbrennungskraftmotor, Wasserturbine, das kannst du da einfach so dran, das braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, der wird eine gewisse Zeit lang da schon auf Überdrehzahl gehen, der Generator. So, jetzt habe ich einen permanent erregten Generator, permanenten Magneten da drin, den kann ich nicht einfach abdrehen. Und der Draht hoch, die Spannung geht hoch. Ja, das ist einfach so. Ja. Permanent erregte Maschine, mehr Drehzahl, mehr Spannung, mehr induzierte Spannung, Ende. Ja. Und wenn eine Maschine auf Durchgangsdrehzahl auslegen muss, das heißt Vollgas, ja, wie schnell wird's? Dann erzeugt der permanent erregte Synchrongenerator dann tatsächlich eine relativ hohe Spannung. Ja. Also deswegen ist der das muss man zumindest denken. Der große Vorteil, warum wird es eingesetzt? Der große Vorteil ist, ich brauche keinen Strom da irgendwie im Rotor. Ja, der Rotor ist stromlos. Warum ist das ein Problem? Nun, schauen wir sie die nächste Möglichkeit an, die wir haben. Ja. Und zwar die nächste Möglichkeit, die wir haben, wenn wir uns eben jetzt zum Beispiel die Welle ansehen. Ja, und da ist eben dann der Läufer drauf, wie auch immer der ausschaut, ich zeichne jetzt einmal eine horizontale Welle ein. Ja. So, da ist der Läufer. Da ist die Welle, die geht da weiter. Und der Läufer hat da seine Pole. Das wird eine Schenkelpolmaschine sein, weil ich so viele Pole jetzt eingezeichnet habe. Aber das sind lauter Pole da. Das sind lauter Pole. Und da sind eben die Erregerwicklungen drauf. Auf jedem Pol gibt es eine Erregerwicklung. Und also so, wie ich das da an und für sich eingezeichnet habe, jetzt schauen wir praktisch so drauf. Also da, das sind die ganzen Erregerwicklungen. Und wir schauen, fuck, so drauf. Ja, das heißt, die Erregerwicklungen sind jetzt da, das sind die Pole, das ist da gelagert irgendwie natürlich, ja, da gibt es da irgendwelche Lager. Ja. Wie kriege ich da jetzt einen Strom hin? Wie bekomme ich da einen Strom hin? Hm? Naja, ich baue da einen elektrisch leitfähigen Ring drauf, einen zweiten Ring, weil ich brauche schon zwei, dass man fertig, ja, das sind Schleifringe. Da gibt es da Kohlebürsten und da hänge eben eine Erregerspannung an, Gleichspannung ist das, UE, Erregerspannung, na, und dann rennt halt da der Erregerstrom durch, IE, und der Erregerstrom, den schicke ich halt da irgendwie, muss jetzt konstruktiv lösen, irgendwie darüber, ja, und da kommt er wieder zurück und das war's und da kann ich mich herumwinden und so weiter. Schön. Ja. So schaut das aus. Das Ding heißt, das sind Schleifringe einfach. Ja. Schleifringe-Regelung. Gibt es
eine gewisse Erregerspannung, die richtet, also ich brauche einen Erregerstrom, dass der ja das Magnetfeld erzeugt, brauche ich eine gewisse Spannung anlegen, je nach Widerstand der Spulen, die da drinnen sind, hängt ein bisschen von der Länge der Drähte ab und so weiter, vom Durchmesser des Drahtes. So schaut das aus. Ja? Schleifringerregung. Großer Nachteil. Ja? Schleifringe, Verschleiß, Verschleiß. Ja? Verschleiß. Ja. Ist aber durchaus üblich, dass man das so macht. Ja? Aber diese Kohlebürsten verschleißen und warum macht man es dann? Ja? Ja, eben aus genannten Gründen. Wir werden später auch noch kennenlernen, da wie das ausschaut, wie ich mich mit der elektrischen Erregung noch bewegen kann. Aber in zum Beispiel im skizzierten Fall des Durchgangs der Maschine, ja, also dass die auf Überdreher geht, diese Maschine, na, dann drehe ich da einfach die Erregerspannung ab, das geht recht flott. Ja, Spannung runterdrehen geht recht flott. Ja, dann ist der Erregerstrom dann halt weniger groß und ich kann die Spannung im Zaume halten, ja, bei Überdrehzahl. Und auch beim Synchronisieren ist es nicht schlecht, wenn die Erregung, weil das Netz hat immer ein gewisses Spannungsniveau, ja, und jetzt komme ich mit meinem Generator und erzeugt da auch ein gewisses Spannungsniveau. Und da, wenn ich nicht haben will, dass zu viel Strom rennt beim Einschalten, muss ich zwei Spannungsniveaus eben auf ein Niveau bringen. Dann muss ich auch noch warten, dass die Frequenz gleich ist und dann muss ich auch noch warten, dass Bergerl auf Bergerl ist, dass praktisch die zwei Sinusspannungen dann übereinander liegen und dann kann ich einschalten. Ja, dann kann ich einschalten, da passiert gar nichts. Wenn ich ein bisschen falsch bin, ja, dann zieht es mir praktisch den Generator hin, ja, und dann kann es zu Schwingungen kommen. Schauen wir uns auch noch an. Ja. Aber ja, da hilft mir natürlich eine elektrische. Ich meine, bei meinem Permanenterregten muss ich leben, mit was ich lebe. Ja? Die erzeugt eine gewisse Spannung bei einer gewissen Drehzahl, das war's. Da kann man die Spannung aussuchen. Ja? Da kann man die induzierte Spannung, die Polspannung, Polaradspannung aussuchen. Okay? Schleifringe. Sagen wir da Schleifringe mit Verschleiß und so weiter. Da habe ich gedacht, geht das nicht besser? Ja, und das ist, gefällt mir nicht. Ja? Natürlich haben Techniker eine Lösung gefunden. Ich zeichne jetzt nochmal hier. Den gleichen Läufer praktisch ein. Ja? Die Welle. Dann die Lager. Schaut alles gleich aus, gell? Schaut alles gleich aus. Und ich brauche natürlich da auch wieder die Erregung drauf. Was man machen kann, ist eine sogenannte Außenpolmaschine da dran bauen. Was ist jetzt eine Außenpolmaschine? Bei einer Außenpolmaschine tauschen Rotor und Stator die Rollen, okay? Dann habe ich da außen, ja, Pole, ja. Das sind halt Pole am Umfang, so, das sind die Außenpole. Die haben auch eine Wicklung drauf, ja, da gibt es eine Erregerwicklung, eine Außenpolerregerwicklung, da, ja. Und die erzeugen da eben das, was normalerweise das Magnetfeld, was der erzeugt, erzeugen da eben die Außenpole. Naja, und wenn die Pole fix stehen, nur dann lasse ich halt meine Drehstromwindung, ja, dann lasse ich da in der Mitte, da park, schraube eine Drehstromwindung auf, ja, die halt entspricht, das ist das, was normalerweise außen ist im Stator, ist da das rotierende Teil. Ja? Das ist eine Drehstromwicklung.
Ja? Und die rotiert. Die Außenpole sind fix. Ja? Und dann schicke ich da eben, da, back, back, gibt es da die Außenpolerregerspannung und da hin der Außenpolerregerstrom rein. Jetzt ist es da praktisch ein Synchrongenerator, ja, in Außenpolbauweise. Hm? Der erzeugt mir da Drehstrom. Jetzt habe ich da praktisch da habe ich drei Phasen, kommen daher, L1, L2, L3. Die werden von der Außenpolmaschine da erzeugt. Und jetzt baue ich da auf meinen Router drauf, baue ich einen Gleichrichter. Da ist er. Ja, das ist ein Gleichrichter. Und der Gleichrichter erzeugt mir Gleichspannung und die Gleichspannung, die bringe ich da rein. Ja, wir sehen, wir haben keine Schleifringe mehr. Wir haben da praktisch eine Außenpolmaschine. Wir erzeugen uns eine Spannung. Die Spannung ist proportional der Erregung. Die Erregung zuführen, da ist kein Thema, weil das rotiert ja nicht mit. Ja? Und jetzt erzeuge ich mir da drin eine Spannung. Die Spannung wird gleichgerichtet und die erzeugt mir da die Hauptfelderregung. Cool, was? Bürstenlose Erregung heißt sowas. Bürstenlose Erregung. So sieht das aus, so kann das aussehen. Also, alles aufgebaut, ja, ein ganzes System. Da habe ich ja den Nachteil, ich meine, nicht nur der Verschleiß, der Verschleiß ist natürlich hier weg. Ja, das ist natürlich ungleich aufwendiger, wie man sieht. Ja, weil ich muss da nur zusätzliche Windungen machen und so weiter. Zwei Ringe mit zwei Keulerbürsten, gell, das ist natürlich weit weniger Aufwand. Aber hier entnehme ich, da ist halt irgendwo der Antrieb von irgendeiner Maschine, der kommt halt da daher, ja, und hier entnehme ich die Energie direkt der Rotationsenergie. Hier muss ich mit meinem Generator zuerst elektrische Energie erzeugen, mit der elektrischen Energie erzeuge ich mir die Erregung. Okay? Hier passiert das alles auf einmal. Ja? Ich habe eine Energieumwandlung auch noch weniger. Bürstenlose Erregung. Ja? Also das Ding da drüben, das Ding da, der rechte Teil, da, was da alles, was ich da alles eingezeichnet habe, das heißt Außenpolgenerator. Ja? Und da haben wir noch Wechselstrom, also da haben wir noch Drehstrom. Und da haben wir noch einen Gleichstrom. Ja, das wären jetzt praktisch die Möglichkeiten der Erregung. Ja. Jetzt wissen wir, wie wir es erregen. Ja, wir wissen, wie es aufgebaut ist. Jetzt kümmern wir uns einmal elektrisch drum. Das nächste Mal schauen wir uns ein bisschen die Ersatzschaltung von so einer Synchromaschine an. Wir werden sie den Generator anschauen. Wie schaut so ein Generator jetzt eine Ersatzschaltung aus? Ja, dass wir ein bisschen das Verhalten einer Synchromaschine ergründen können, werden wir das beobachten. Ja, im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.